Herzlich willkommen zur vierten Snowshow aus der Saison 2023/24. Ich, Lena, darf euch diese Saison zum ersten Mal begrüßen und zwar aus einem Land ziemlich weit entfernt von Deutschland. Denn ich bin gerade im jüngsten Land Europas, dem Kosovo, denn auch hier gibt es wunderschöne Skigebiete zu entdecken. Und die werden wir gemeinsam in der Snowshow erobern und zudem werde ich euch auch zeigen, dass Skifahren nicht immer teuer sein muss. Denn dieser Skipass, den ich hier in der Hand habe und tatsächlich einer der teuersten im Kosovo ist, kostet ganze 22 Euro. Wenn ihr keine Snowshow mehr verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich gehe jetzt nach drinnen auf meinen Moderationsplatz und viel Spaß bei der Snowshow. Why can't we see? Seit 2008 gibt es das kleine Land auf dem Balkan, das den Namen Kosovo trägt. Es hat dann etwa 1,9 Millionen Einwohner und ist circa ein Drittel kleiner als Thüringen, also wirklich ein sehr kleines Land. Überwiegend wird in dem Land Albanisch gesprochen und üblicherweise denkt man, wenn man an den Balkan denkt, ja auch eher an Mittelmeer, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber tatsächlich gibt es gerade im Süden des Balkans, so auch im Kosovo, recht hohe Berge. Im Kosovo gehen die sogar bis auf knapp 2700 Meter. 1984, wenn in Sarajevo zu wenig Schnee gelegen wäre, wäre die Winterolympiade hier im Skigebiet in Brezovica ausgetragen worden. Das ist ein Skigebiet im Kosovo, das ich euch auch vorstellen möchte. Und übrigens, die Snowshow war auch schon mal in Sarajevo. Den Link dazu blende ich euch ein. Vielleicht noch ein paar Worte zur Sicherheit im Kosovo, denn KFOR ist hier immer noch stationiert. Gerade im Süden des Landes, an der Grenze zu Nordmazedonien, wo eben auch die Skigebiete liegen, ist es sehr sicher und man kann sich bedenkenlos frei bewegen und muss sich keine Sorgen um die Sicherheit machen. Und in den kommenden 60 Minuten möchte ich euch jetzt die beiden Skigebiete hier im Kosovo vorstellen. Ich möchte auch ein bisschen Sightseeing mit euch machen, aber auch über Kosten und die Küche des Kosovos reden. Kommen wir zum ersten der beiden Skigebiete aus dem Kosovo, die ich euch vorstellen möchte. Denn in etwa 50 Kilometer von Prizren entfernt liegt der Mountain Resort Akshena, welches aus einem Hotel und einem Skigebiet besteht. Ungefähr 4 Kilometer entfernt liegt die nächstgrößere Ortschaft Brod und Akshena liegt an einem Talende, am Ende jeglicher Straße, in einer wunderschönen Berglandschaft, direkt am Gradski Cayman Canyon, aber auch dem höchsten Berg Kosovos, dem Rudoka. Ich bin dort angekommen und alles war grün, über Nacht viel Schnee und es wurde eine wunderschöne weiße Landschaft daraus und habe dort ein paar schöne Skitage erlebt und wir starten nun gemeinsam auf Ski ins Skigebiet Akshena. Guten Morgen aus dem Kosovo, am Ende jedes Weges im Akshena Mountain Resort, welches aus einem Hotel und wie ihr hinter mir seht auch einem Skigebiet besteht. Ich warte quasi nur noch drauf, dass der Lift losläuft, die Sonne scheint schon traumhaft schön und es wird ein wundervoller Skitag. Ein Skiticket kostet hier ganze 18 Euro und als Hotelgast zahlt man sogar nur 15 Euro. Ich gehe jetzt mal meine Ski anschnallen und wir sehen uns dann bei Traumwetter oben im Skigebiet wieder.
wir zu den technischen Daten des 2016 gegründeten Akshena Mountain Resorts, welches 5 Liftanlagen hat, wovon 2 Sessellifte und 3 Schlepplifte sind. Die sieht man teilweise auch hier im Bild. Hier ist ein Sessellift und dahinter sieht man auch 2 Schlepplifte. Es beginnt auf 1510 Meter und geht hoch auf 2300 Meter, wobei 12 Pistenkilometer befahren werden können. Die Skisaison ist von Dezember bis April und ein Skipass kostet 18 Euro und für Hotelgäste sogar nur 15 Euro. Akshena liegt jetzt gerade hinter dir. Wie hat es dir gefallen? An sich hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Es waren sehr abwechslungsreiche 3 Tage, die wir da zugebracht haben. Und es waren auch wirklich sehr schöne Tage, die wir da hatten. Versuch mal, die Landschaft in Worte zu fassen und versuch mal, den Wechsel, den du erlebt hast, in Worte zu fassen. Oh, es ist schwer zu beschreiben. Ich finde, Landschaften beschreiben ist immer ziemlich schwierig, aber auf jeden Fall ist es wirklich am Ende jeder Straße. Also man fährt, ich glaube, circa 2 Stunden eine ziemlich kurvige Bergstraße bis ganz nach hinten rein und wenn sie aus ist,
da ist dann das Skigebiet und auch das Hotel Akshena. Das heißt, man ist wirklich absolut am Ende von jeder Zivilisation und es gibt auch wirklich nur dieses eine Hotel. Das heißt, man ist relativ für sich mit den anderen Touristen und Tagestouristen, die eben da sind, was aber wirklich nicht sonderlich viele waren. Es liegt in den Bergen, das heißt, rundherum ist sehr viel Berglandschaft, logischerweise. Es geht auch ein kleiner Canyon direkt vom Hotel weg. Da ist auch ein kleiner Bachlauf, den man entlang spazieren kann. Das Ganze ist, ich würde sagen, mit Wiesen bedeckt, wobei das im Winter natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen ist. Es lag zwar am ersten Tag kein Schnee, aber im Prinzip war es eine Wiesenlandschaft mit ein bisschen Felsanteil, also teilweise wirklich auch kahler Fels, gerade weiter oben. Und vereinzelt Bäumen, aber tatsächlich relativ wenig. Gerade da, wo das Hotel war, wenn man quasi zurückgefahren ist, die Straße, dann waren durchaus auch Bäume zu sehen. Und wie ich schon gesagt habe, am ersten Tag war alles grün. Über Nacht hat es dann geschneit. Das heißt, am zweiten Tag ist es zum einen komplett weiß geworden und zum anderen hat es auch den ganzen Tag noch durchgeschneit. Das heißt, es war Schneewetter den ganzen Tag und relativ schlechte Sicht, wenn ich mal so sagen darf. Und am letzten Tag hat es dann aufgehört zu schneien und wir hatten strahlenden Sonnenschein bei halben Meter, Meter Neuschnee, was auch absolut traumhaft war. Das heißt, ich habe mehr oder weniger drei verschiedene Wetterlagen und drei verschiedene Landschaften in Akshena miterlebt. Wenn Menschen an Kosovo denken, denken sie nicht an das typische Urlaubsland. Ist denn das Hotel in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit Hotels in den Bergen? Ja, also es ist natürlich landestypisch, das heißt, es ist natürlich ein bisschen anders. Der Einrichtungsstil ist ein bisschen anders, als man es bei uns kennt. Die Farben sind halt gerne dieses sehr dunkle Rot, was jetzt bei uns nicht so häufig genutzt wird, aber im Prinzip ist es reine Geschmackssache und eine unterschiedliche Farbe. Aber die Hotelzimmer waren ähnlich eingerichtet, wie man es kennt, mit einem Doppelbett, einer kleinen Couch und einer Ecke, wo man zwar einen Fernsehen, aber auch einen Laptop abstellen kann. Das ist so ein kleiner Schreibtisch. Die Bäder waren absolut neuwertig und tipptopp mit einer Dusche ausgestattet. Dann gab es an der Rezeption unten einen Bereich, wo man sich schön hinsetzen konnte und gerade am Abend dann noch ein bisschen die Zeit ausklingen lassen konnte. Und unten war ein Restaurant, wo man mehr oder weniger den ganzen Tag essen konnte. Es gab Frühstück, das war auch dabei. Und Mittag- und Abendessen gab es dann à la carte und auch das war sehr lecker und wie im Kosovo relativ günstig. Da soll man, glaube ich, noch etwas vergessen, weil wenn man über die Brücke über zum anderen Haus ging, ist da ja noch der große Wellnessbereich mit einem wunderschönen Schwimmbad. Das, glaube ich, war schon relativ outstanding, das Schwimmbad. Genau, das habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Das war sehr schön und auch sehr neu. Ein großes Schwimmbad, wo man zum einen Bahnen ziehen kann, was wirklich 25 Meter, schätze ich mal, vielleicht nicht ganz, aber schon so, dass man gut schwimmen kann. Ein Sprudelbereich ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber es gab eine Ecke, wo es gesprudelt hat, wo man sich auch hinsetzen konnte mit so Sitzbänken am Rand. Und das Wasser war auch relativ warm, das heißt, man konnte da ganz schön entspannen. Und es gab zudem noch eine Sauna und auch einen Fitnessbereich. Menschen, die auf Reisen gehen, also Deutsche, haben ja manchmal Angst, dass sie nicht verstanden werden und dass das alles so fremd ist. Wie ist das da? Unterschiedlich, teilweise tatsächlich ein bisschen abenteuerlich, weil Deutsch spricht tatsächlich fast niemand. Da wird es dann tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man erwartet, dass Deutsch gesprochen wird. Mit Englisch kommt man einigermaßen durch, wenn man mit Händen und Füßen arbeitet, aber das kommt wirklich total auf die Leute drauf an. Einige sprechen ganz gut Englisch, da kommt man auch mit fast fließendem Englisch durch. Bei anderen ist es dann wieder ein bisschen schwieriger, gerade bei den Kellnern, aber gerade wenn man auf die Karte zeigt oder irgendwie andeutet, was man möchte, dann kriegt man meistens schon ungefähr das, was man will. Und ich meine, im schlimmsten Fall gibt es ja immer noch Google-Übersetzer, aber also mit Englisch und Händen und Füßen kommt man eigentlich fast überall durch. Wie weit ist das vom Hotel zum Skigebiet? Das sind ungefähr, ich bin sehr schlecht in Streckenangaben, 100, 150 Meter sowas. Also in Skischuhen läuft man 2-3 Minuten ungefähr. Also es ist wirklich, man läuft eigentlich nur aus der Tür raus vom Hotel über einen relativ kleinen Parkplatz und dann ist man auch schon am Lift. Ist das Internet überhaupt vorhanden? Kann man Kontakt nach Deutschland
halten, weil Kosovo ist ja kein Land der EU und dementsprechend ist Roaming richtig teuer. Ja, klar, wenn man auf der Straße unterwegs ist, dann gibt es zwar kein Internet, man kann sich bei Google Maps die Karten runterladen, das hat auch einwandfrei funktioniert, man kann dann auch super navigieren und sobald man in einem Hotel oder in einem Restaurant ist, kann man nach WLAN fragen und das ist wahrscheinlich genauso gut wie unser tolles WLAN in Deutschland und für WhatsApp reicht es allemal, aber auch für ein Videotelefonat oder einen Zoom-Call oder was für Videos angucken auf YouTube reicht es genauso wie wahrscheinlich inzwischen fast überall auf der Erde. Ja, und der Internetstar Lena ist, glaube ich, dort auch erkannt worden. Tatsächlich ist, glaube ich, das allererste Mal, dass mich jemand angesprochen hat. Das war ein Lyft-Mitarbeiter, der mich tatsächlich erkannt hat. Er hat mich zwar nicht Lena, sondern Lina genannt, aber wahrscheinlich war das dem Englisch oder dem der anderen Sprache zu schulden. Ich habe ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen, aber hat mich dann doch gefreut, irgendwie erkannt zu werden. War auch cool. Das war erst, als wir unten im Lift waren. Da waren wir noch zu zweit unterwegs und ich bin dann alleine zurückgefahren und oben am Lift. Ich weiß nicht, ob es der gleiche nochmal war. Ich vermute es. Oder ob es jemand anders war, aber da wurde ich quasi nochmal angesprochen und das war schon noch irgendwie cool, erkannt zu werden. Wie voll ist das da beim Skifahren? Also gerade an dem ersten Tag, da hat es ja recht viel geschneit, da war so gut wie gar nichts los, weil das Wetter natürlich auch entsprechend, viele Leute können da nicht sonderlich gut Skifahren, von daher für Anfänger halt super schwierig war, da Skifahren zu gehen, da war sehr wenig los. Und am zweiten Tag war ein bisschen mehr los, es war zum einen, jetzt muss ich mir kurz Sonntag. Überlegen, war es ein Sonntag, ja? Ich wollte gerade sagen, ich glaube es war ein Sonntag und es war strahlendes Sonnenschein, es war absolutes traumperfektes Skiwetter, es hat zwei Tage zuvor, einen Tag vorher, fast einen Meter Neuschnee geschneit, von daher natürlich war da sehr viel los, für die Verhältnisse schätze ich mal, für ein volles Sonntagnachmittags österreichisches Skigebiet wahrscheinlich trotzdem recht leer. Also man hatte genug Platz auf den Pisten. Es waren erstmal nur zwei Lifte offen, dann später noch drei. Und als die zwei Lifte offen waren, ist man maximal vielleicht 5 Minuten angestanden. Und als dann beide Lifte offen waren, eigentlich gar nicht mehr. Es verläuft sich dann doch ganz gut auf der Piste. Also man kann sich nicht beschweren, dass es zu voll war. Der Rudoka, der höchste Berg des Kosovos mit 2658 Meter, den sieht man ja beim Skifahren, beim guten Wetter permanent. Das Panorama drumherum, unterscheidet sich das, wenn man so Alpen normalerweise so als Hintergrund nimmt? Ich finde, alle Berglandschaften unterscheiden sich irgendwie, selbst in den Alpen, aber auch da, ich meine, man sieht zum einen in unterschiedliche Länder mit rein, klar sieht man die Grenzen im Endeffekt nicht, aber man sieht von oben aus sehr weit in die eine Richtung, sieht man eben den Rudoka, das heißt, da sieht man nicht mehr in die Landschaft rein, sondern man sieht direkt die Bergspitzen dahinter und in die andere Richtung sieht man den Blue Canyon, in dem wir auch an dem noch grünen Tag wandern waren und dahinter dann eben verschiedene Bergketten und es ist eine richtig schöne Landschaft, die eben relativ baumfrei ist tatsächlich da oben und eben nach hinten weiter rein auch sehr weiß war und wirklich eine wunderschöne Landschaft. Es sind ja insgesamt dort in Akshena knapp 700 Höhenmeter, die man überwinden kann. Für wen eignet sich das Skigebiet? Also ich muss mal kurz überlegen, ich denke fast für jeden, also es sind sehr viele Anfänger unterwegs, von daher ist es für Anfänger wirklich sehr gut, gerade im oberen Bereich. Man fährt erst mit einem Sessellift sehr lange hoch und oben hat man dann zum einen den Tellerlift, was natürlich perfekt ist für Anfänger. Ich persönlich habe auch mit dem Tellerlift Skifahren gelernt und ich finde, es ist so der beste Weg, weil man kommt relativ zügig hoch, man fällt nicht andauernd aus so einem Schlepplift und auch Sessellift fahren ist jetzt auch noch relativ einfach und der obere Teil ist ziemlich flach, also den man mit dem Tellerlift fahren kann und von daher ist eine recht lange Abfahrt, würde ich sagen, für dass das oben auf dem Berg ist, also man kann da sehr lange runterfahren und es ist wie gesagt sehr flach, das heißt es ist perfekt für Anfänger und wenn man dann schon ein bisschen geübter ist, kann man noch weiter runterfahren zu dem Sessellift, der dann auch später noch geöffnet hat, das ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Es gäbe noch eine Talabfahrt, die war leider nicht geöffnet, da es nicht genug geschneit hatte an dem einen Tag. Und ich denke, wenn die offen wäre, dann wäre es auch für richtig gute Skifahrer, die gerne lang fahren was. Ansonsten würde ich es jetzt eher Anfängern und Leuten, die ein, zwei Tage zum Spaß Skifahren gehen wollen, für eine ganze Woche ist es wahrscheinlich
dann eher so, dass man sich 2-3 Skigebiete hier raussuchen sollte. Wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, dorthin zu fahren, würdest du es machen? Ja, ich glaube schon, dass ich nochmal hinfahren würde. Ich würde es auch gerne im Sommer sehen, muss ich ehrlich sagen, wenn man noch ein bisschen mehr wandern kann. Da es sehr matschig war, hat man nicht weit, wir waren leider nicht so weit wandern, wie man hätte gehen können. Das hätte mich sehr interessiert. Aber auch im Winter nochmal, wenn das Skigebiet wirklich komplett geöffnet wäre, würde es mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren. Letzte Frage, wie gastfreundlich sind die Menschen? Oh, die Leute sind super nett, also auch wenn man nicht immer alles versteht, sie versuchen alles, gerade hier in den Restaurants. Die Leute begrüßen einen teilweise wirklich mit Händeschütteln und freuen sich super, gerade wenn man ein bisschen ein Gespräch anfängt. Und von daher ist es wirklich tipptopp, die Leute sind sehr freundlich und es ist wirklich schön hier zu sein. Dankeschön. Danke auch. Ist das Akshena Mountain Resort nicht ein schönes kleines Skigebiet mit absolut traumhaftem Bergpanorama? Übrigens, so ein Tagesskipass in Akshena kostet 18 Euro und für Hotelgäste sogar nur 15 Euro. Also für deutsche Gäste ein absoluter Schnapper. Und ja, es kostet tatsächlich 15 bzw. 18 Euro, denn obwohl der Kosovo nicht in der EU ist, ist der Euro das offizielle Zahlungsmittel. Ein weiteres Skigebiet im Kosovo, das ich auch vorhin in der Anmoderation schon kurz erwähnt hatte, ist das Skigebiet Brezovica, das übrigens auch das größte Skigebiet im Kosovo ist und inzwischen als absoluter Geheimtipp für Freerider gilt. Auch dort habt ihr ein traumhaftes Bergpanorama und richtig lange Abfahrten. Und übrigens, im Skigebiet gibt es auch eine Hütte, die Pizzeria Tina heißt. Und nein, keine Sorge, meine Kollegin Tina ist natürlich nicht in den Kosovo ausgewandert. Einen wunderschönen guten Morgen aus Brezovica, dem größten Skigebiet im Kosovo. Wir werden uns hier in den kommenden Tagen ein bisschen umschauen, die Pisten ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, sowie auch die Region. Leider erlebt dieses Skigebiet gerade ein bisschen einen Dornröschenschlaf, da die Besitzverhältnisse zwischen Kosovo und Serbien noch nicht geklärt sind. Nichtsdestotrotz ein absolut traumhaftes, riesiges Skigebiet, das wir uns jetzt gemeinsam in den nächsten Tagen ansehen werden.
Kommen wir zu den technischen Daten des Skigebiets Brezovica, welches das größte Skigebiet im Kosovo ist und ein reines Naturschneeskigebiet ist. Im Jahr gibt es im Schnitt 140 Skitage und das Skigebiet beginnt auf 1718 Meter und geht hoch auf 2402 Meter, aber eigentlich auf 2522 Meter, was dann hier oben wäre. Denn es sind nur noch zwei Sesselbahnen und ein Schlepplift im Betrieb. Das ist einmal dieser hier, einmal dieser hier und einmal der hier. Denn die letzte Investition wurde vor 30 Jahren getätigt und daher sind auch die anderen Lifte nicht mehr in Betrieb und dieses Panorama täuscht ein wenig. Das liegt daran, dass die Besitzverhältnisse zwischen Kosovo und Serbien nach wie vor nicht geklärt sind. Mit den vorhandenen Liften werden 20 Kilometer Piste erschlossen. Man kann aber sehr viel abseits der Pisten im Tiefschnee fahren, was das Skigebiet enorm erweitert. Zudem gibt es hier unten noch eine Standseilbahn, die man für 1 Euro befahren kann und die das Leben absolut erleichtert. Bye.
du bist gerade aus Brezovica abgereist. Auf deinem Pullover steht Let it snow. Wie viel Schnee hat es denn dort gegeben? Ja, hat tatsächlich gut funktioniert. Es gab durchaus genug Schnee, um 3 wunderschöne Skitage zu haben. Es hatte ein paar Tage, bevor wir angekommen sind, geschneit. Das heißt, die Schneeauflage war super. Und es hat am letzten Tag dann sogar noch mal mehr geschneit. Also es war wirklich mehr als genug. Und es gab sogar richtig viel Pulverschnee, um ein bisschen abseits zu fahren. Das Skigebiet ist schon ein bisschen besonders oder anders als alle anderen Skigebiete, die du bisher kennengelernt hast. Was ist daran so besonders an dem Skigebiet? Es ist irgendwie sehr interessant, wenn man sich die Liftkarte anguckt, ist es zwar in der Theorie viel größer, als es dann tatsächlich ist, wenn man dort ist. Denn viele von den Liftanlagen sind nicht mehr in Betrieb. Dafür sind, also 3 Liftanlagen sind noch in Betrieb, darunter auch die 2 längsten. Damit ist wirklich der Großteil von dem Skigebiet aber auch erschlossen. Und die Liftanlagen sind zwar relativ alt und es ist sehr abenteuerlich, dort zu fahren, aber die Leute sind unfassbar herzlich und irgendwie ist es so klein und schön, dieses ganze Skigebiet. Und die Abfahrten sind trotzdem unfassbar lang und richtig schön, abwechslungsreich und auch einfach nicht zu voll. Nicht mehr so jung. Die jüngste Liftanlage ist inzwischen 30 Jahre alt. Also das heißt, es ist ja schon fast schon Ü30-Party. Also von daher schon ganz schön lang. Wenn man schon in dieses Skigebiet kommt, ist das ja schon ganz besonders, weil es ist, glaube ich, nicht sonst so üblich, dass man durch einen Kontrollpunkt fährt und dass, wenn man Pech hat, dann deine Ski eine halbe Stunde tragen darf. Genau, denn unten, das Skigebiet liegt in einem Nationalpark, das heißt, man darf im Eingangsbereich vom Nationalpark mehr oder weniger 1 Euro bezahlen pro Person und Auto. Ja, und dann ist es auch so, dass natürlich, wenn man dort alleine im Auto sitzt, nicht 1 Euro bezahlt, sondern 2 Euro bezahlt. Allerdings, wenn man zu dritt im Auto sitzt, kann es auch sein, dass die Rechenkünstler nicht ausreichen und man nur 3 Euro bezahlt. Das stimmt allerdings. Aber normalerweise quasi, wenn man jetzt 3 Personen im Auto wäre, wären es dann 4 Euro für 3 Personen und ein Auto. Und dann ist der Parkplatz die komplette Straße. Da gibt es zwar schon immer wieder Haltebuchten, wo man richtig auf einem Parkplatz steht, aber viele Parkplätze sind auch einfach entlang dieser Straße. Das bedeutet, desto später man kommt, desto weiter unten an der Straße parkt man und desto weiter muss man natürlich laufen. Oder es fahren so Pendeltaxis, man nimmt sich dann ein Taxi, um ins Skigebiet hochzufahren. Und dann geht es ja eigentlich noch weiter, weil man muss dann ja noch mit einer Standseilbahn fahren, die eine enorme Länge hat. Ja, also es kommt darauf an, welcher Lift läuft. Es gibt ja 2 Doppelsesselbahnen. Die ältere, da kann man direkt hinlaufen. Und die neuere, wenn die läuft, dann gibt es eine Standseilbahn, die ist 50, 100 Meter lang vielleicht? 130 Meter lang, okay. Da darf man nochmal 1 Euro bezahlen und dann kann man sich in diese Standseilbahn reinstellen. Die Tür schließt natürlich nicht und man wird hochgefahren. Alternativ kann man auch hochlaufen, aber das ist dann durchaus ein Stück, weil man quasi an der anderen Seilbahn erstmal vorbeilaufen muss und dann um die Kurve. Aber wenn man sich den Euro sparen möchte, geht das auch. Und dann ist man da oben und kauft ein Skiticket. Das ist ganz schön preiswert. Ja, also ein Skipass für den ganzen Tag hat 22 Euro gekostet und ein Halbtages-Skipass, den man ab 12 bekommt, kostet nur noch 14 Euro. Und 3-Tages-Skipass kostet übrigens 50 Euro, also dementsprechend, das ist immer noch billiger als eine Tageskarte in den meisten europäischen Alpenskigebieten, also 3 Tage dort Skifahren gehen. Und dann fährt man hoch und da wird man, glaube ich, wenn man sich dann umdreht, vom Panorama erschlagen. Ja, es ist wirklich ein traumhaft schönes Panorama. Also man fährt quasi logischerweise gegen den Bergrücken hoch. Man kommt nicht ganz bis an den Gipfel, das heißt, man kann nicht auf die andere Seite runter gucken, aber sobald man sich umdreht, sieht man unfassbar weit, also sehr viele weitere Berge. Man sieht auch in den Nationalpark rein, der noch ein bisschen flacher eher wirkt. Und dahinter sieht man noch Hochgebirge, die auch bis in andere Länder reichen. Das ist wirklich richtig traumhaft und je nach Wetterlage auch ganz unterschiedlich. Und die Pisten, das sind ja an sich ja nur 2 Doppelsesselbahnen plus ein kleiner Schlepplift, der dort ist, sind aber immerhin 20 Kilometer Piste. Und das, was die Pisten wirklich ausmacht, ist, dass sie erstens mal, glaube ich, sehr ursprünglich sind und zweitens mal auch saftig steil.
Ja, das stimmt. Also das Gute ist wahrscheinlich für Anfänger, dass es diesen Schlepplift gibt. Der erschließt den unteren Hang, der ist relativ flach. Ich schätze mal eine blaue Piste, ganz einfach sehr breit. Da hat man wirklich die Möglichkeit, gut zu üben. Und es ist auch trotzdem eine relativ lange Abfahrt für einen Schlepplift. Und mit den anderen Sesselbahnen, die eine Sesselbahn erschließt eine sehr lange Talabfahrt und mit der anderen Sesselbahn kann man sogar zwei unterschiedliche Talabfahrten fahren. Man kann zum einen die andere Talabfahrt rüberkreuzen, aber auch auf der, wenn man im Lift sitzt, rechten Seite runterfahren. Und insbesondere der Teil ist relativ steil oder durchaus sehr steil, macht aber richtig viel Spaß. Die Piste ist unendlich breit, also ich kann es gar nicht einschätzen, aber es ist wirklich sehr, sehr breit. Plus man kann neben der Piste noch im Tiefschnee fahren, dadurch wird die Piste noch mal breiter und sie verzweigt sich nach unten auch. Die andere Piste verzweigt sich nach unten auch noch mal. Das heißt, man hat, obwohl man nur drei Lifte hat, wirklich unendlich Möglichkeiten. Und ich bin mir nicht sicher, oder man müsste es wirklich drauf anlegen, an einem Tag alle Optionen durchzufahren. Aber also, man hat auch, wenn man drei Tage dort Skifahren geht, wo man nur drei Lifte hat, genug Möglichkeiten, keine Version doppelt fahren zu müssen. Kosovarisch, Albanisch oder Serbisch, was dort gesprochen wird, das sind ja so die drei Sprachen, oder beziehungsweise Kosovarisch gibt es ja gar nicht, sondern ist ja dann eher Albanisch, sind ja nicht unbedingt Sprachen, die du sprichst. Du hast dann in der Pizzeria Tina fast Familienanschluss gehabt. Ist das ein guter Ort, um auch, sag ich mal, so Fragen zu klären? Ja, das auf jeden Fall. Also gerade in der Pizzeria Tina, die Besitzer sprechen fließend Englisch, perfekt, reisen auch sehr viel, daher sprechen sie wahrscheinlich auch so viel Englisch. Und die lieben ihr Restaurant mehr oder weniger und auch Brezovica und das Skigebiet mit Herz und Seele. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Familie, haben sie auch erzählt, weil jeder dort mehr oder weniger reingewachsen ist oder aufgewachsen ist und das wirklich mit Herzblut betreibt. Und es ist richtig schön, irgendwie das zu erleben, weil ich weiß nicht, wie oft man das in den Alpen-Skigebieten noch hat. Da ist halt viel eher zugekauft und sehr steril, ja, einnahmenoptimiert. Und es ist da irgendwie nicht so. Man denkt sich, ach, man könnte so viel mehr aus dem Skigebiet rausholen, wenn man die Lifte restauriert, wenn man dies und das macht. Aber eigentlich ist die Frage, ist es denn wirklich notwendig? Denn das Skigebiet ist so, wie es ist, sehr schön und es reicht für die Leute, um mehr als ein halbes Jahr frei zu haben. Also kann es tatsächlich nicht so schlecht sein. Und wie gesagt, also wenn man Lust auf eine gute Pizza und ein bisschen Ratschen hat, dann ist die Pizzeria Tina auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Gute Pizza ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das war eine der besten Pizzas, die du dort im Kosovo gegessen hast, wenn nicht sogar vielleicht auch weit über das Kosovo hinausging. Warum war die Pizza so besonders gut? Also was ich sehr cool hier finde, ist, dass auf die Pizza am Rand immer Sesam drauf gemacht wird. Und dadurch ist gerade der Rand, der ja doch meistens der langweilige Teil der Pizza ist, den viele Leute auch immer übrig lassen, mache ich normalerweise nicht, aber trotzdem will man immer viel Belag haben und so wird irgendwie der Rand doch ein bisschen was anderes, weil er schmeckt anders als der Rest der Pizza und trotzdem nicht langweilig durch den Sesam. Und man bekommt auch nochmal Tomatensauce dazu, was nicht wie irgendwie in vielen anderen Ländern Ketchup ist, sondern wirklich eine richtige Tomatensauce, die man nochmal auf die Pizza mit drauf machen kann. Und dadurch schmeckt das Ganze auch irgendwie einfach nochmal anders. Nicht wie die typische italienische Pizza, aber trotzdem sehr lecker. Dann gibt es auch dort oben Lost Places. Ja, dadurch, dass einige Liftanlagen nicht mehr in Betrieb sind, gibt es unter anderem auch eine sehr alte Gondelbahn, die direkt neben dem älteren Doppelsesselbahn ist. Da kann man dann auch kurz hinlaufen und kann Fotos in alten Gondeln machen, die da, ich weiß nicht, warum es nicht weggeräumt wird. Jedenfalls ist das die Bergstation und ein paar alte Gondeln, die da noch rumliegen. Eigentlich nur noch das Metallgehäuse, der Rest ist alles nicht mehr da. Aber es sieht echt ein bisschen ruinenmäßig aus und da kann man auch witzige Fotos drin machen und auch davon. Gibt es moderne Pistenpräparationen? Gibt es technischen Schnee? Es gibt keinen technischen Schnee, es gibt nur Naturschnee, aber trotzdem war mehr als genug Schnee.
Und Pistenpräparation, also es gibt auf jeden Fall Pistenbullis, die Pisten präparieren, also sie sind hergerichtet, aber man merkt, dass es ältere Pistenbullis sind. Es ist so, also ich glaube, ich kann mich noch als Kind dran erinnern, wie Pisten früher präpariert waren. Nicht ganz perfekt, doch ab und zu mal irgendwo eine kleine Stufe drin oder so größere Eisbollen, die dann auf der Piste liegen, aber im Großen und Ganzen, wenn man da vorausschauend fährt, ist das auch gar kein Problem. Hast du den Eindruck, als ob sich da in den nächsten Jahren im Skigebiet etwas tun würde? Ich denke, es ist schwer zu sagen, da die Besitzverhältnisse ungeklärt sind, deswegen wird auch gerade so wenig gebaut. Ob es jetzt zwischen Kosovo und Serbien, das ist ja immer noch so ein bisschen fragwürdig. Und ich denke, sobald die Besitzverhältnisse geklärt sind, könnte sich da durchaus einiges tun, weil dann macht es natürlich auch für die Leute Sinn, mehr zu investieren, die Liftanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Also in Betrieb nehmen kann man sie wahrscheinlich nicht mehr, aber neue bauen. Da ist dann natürlich wieder die Frage, dass ein Nationalpark ist, wie viel lässt dann die Regierung zu, wie viel darf man dann in einem Nationalpark neu bauen und neu erschließen. Aber selbst wenn da jetzt nicht viel gebaut wird, finde ich, wenn sie es so erhalten, wie es jetzt ist, reicht das auch vollkommen. Wir gehen jetzt mal eine Etage tiefer, nach Brezovica, wo der Ort ist, wo deine Villa war. Wie war es denn da? Auch da war es sehr schön, sehr abenteuerlich in vielerseits, da die Straßen nicht geräumt waren und die Straßen daher spiegelglatt waren, und zwar nicht so, wie man das bei uns kennt, so eine geteerte Straße, wo so ein bisschen Eis drauf liegt. Nein, das waren wirklich halbgeteerte Straßen oder Sandstraßen, wo so viel Eis drauf lag, und das war wirklich eine Eisfläche. Von daher war Autofahren da sehr spannend, und man konnte auch nicht bis zur Villa, die so ein bisschen am Berg oben lag, mit dem Auto hinfahren, sondern wir haben dann unsere Koffer und unsere ganzen Utensilien nach oben getragen. War auch in Ordnung. Wäre gut gewesen, das zu einzuplanen, dann hätte ich meinen Koffer vielleicht ein bisschen leichter gepackt. Aber es ging durchaus. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass die Villa so weit oben liegt, der Ausblick ist traumhaft. Im Wohnzimmer war eine riesen Fensterfront, und von daher konnte man das dann schon auch genießen, dass man da extra hochgeklettert ist mit seinen ganzen Utensilien. Und ich glaube, auch dort war der Blick einfach nur epochal. Ja, natürlich. Es war ein absolut traumhafter Ausblick. Er ist natürlich nicht ganz so hoch gewesen wie im Skigebiet, aber im Prinzip in eine ähnliche Richtung. Und trotzdem ist es wirklich absolut traumhaft. Brezovica abseits davon, aber so, was man so aus dem normalen Skiurlaub kennt, dass man so ein bisschen flanieren kann und dass es da auch was zum Einkaufen gibt oder man essen gehen kann, das funktioniert aber auch dort, oder? Ja, also Restaurants gibt es auf jeden Fall auch. Im Skigebiet sowie unten im Hauptort, dann kann man problemlos in verschiedensten Lokalen essen gehen. Es gibt allerdings nur einen kleinen Supermarkt, also wer große Shopping-Vorhaben hat, der sollte sich vielleicht lieber einen anderen Ort aussuchen. Also mit Souvenirs wird es wahrscheinlich schwierig, und auch also so für, wir hatten ja eine Ferienwohnung bzw. eine Villa und kein Hotel, daher haben wir auch selber für Essen gesorgt. Da darf man dann schon bedenken, dass es nicht alles in dem kleinen Supermarkt da unten gibt. Es gibt die Grundnahrungsmittel, die man braucht, aber alles, was darüber hinausgeht, muss man an den Nachbarort fahren, der aber auch nur 6 Kilometer entfernt liegt. Und da bekommt man dann zumindest fast alles, was irgendwie notwendig ist. Du redest sehr positiv über das Skigebiet. Wie lautet oder wie ist denn so dein Fazit, nachdem du jetzt da gute 4 Tage warst? Also ich finde das Skigebiet wirklich sehr schön. Am Anfang dachte ich mir zwar auch so, okay, warum hat es so viele Liftanlagen und dann sind nur 2 auf und es ist irgendwie voll schade, und war am Anfang vielleicht so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, es ist so viel Potenzial da. Aber ich habe über die Zeit doch festgestellt, dadurch, dass die Liftanlagen so lang sind und die Abfahrten so lang und so abwechslungsreich, dass es ausreichend ist, zumindest für unter der Woche Skifahren. Von daher hat es sehr viel Spaß gemacht, dort Ski zu fahren, gerade auch neben den Pisten. Obwohl ich eigentlich kein Skifahrer bin, der gerne neben den Pisten fährt, hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, da waren die Schneebedingungen vielleicht auch wirklich einfach perfekt dafür. Und also ich hatte sehr viel Spaß in dem Skigebiet, habe sehr viel gesehen und habe die Zeit echt genossen. Nina, ich sage danke, dass du mit dabei warst. Ich selbst kann nur sagen, ich bin sehr traurig, dass ich an einem Tag Migräne hatte und damit einen Tag weniger auf den Pisten war. Aber ich kann auch für mich sagen,
Ich habe in der Pizzeria Teina zum Iwak gesagt, das ist einer oder das ist der Besitzer, der das zusammen mit seiner Frau führt. Ich komme wieder, versprochen. Und bisher habe ich meine Versprechen gehalten. Vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hatte wirklich eine echt gute Zeit. Ich bin mir sicher, ihr konntet bereits den ersten Eindruck vom Skigebiet Brezovica erhalten. So sieht übrigens der Skipass aus und ein Tagesskipass kostet dort auch nur 22 Euro. Und damit ihr jetzt noch ein bisschen mehr Einblick ins Skigebiet bekommen könnt, starten wir jetzt auf meine Lieblingspiste in Brezovica. Kommt mit auf Ski! Herzlich willkommen zu Lenas Lieblingspiste aus Brezovica. Wir fahren heute gemeinsam die Abfahrt zur Doppelsesselbahn Felike Livade, die 1993 erbaut wurde. Sie beginnt auf 1720 Meter und geht hoch auf 2402 Meter und überwindet dabei 682 Höhenmeter. Die Abfahrt dazu ist 4 Kilometer lang und hat ein durchschnittliches Gefälle von ungefähr 45%, was sehr viel ist und daher ist die Piste auch schwarz. Und war sogar bis 2010 FIS-zertifiziert für Super-G und Riesenslalom. Die Abfahrt macht mir persönlich richtig viel Spaß, eben weil sie so steil ist, aber relativ gleichmäßig. Und die Aussicht ist absolut traumhaft. Man sieht ewig weit, während man fährt. Es macht richtig viel Spaß. Jetzt kommt mit auf Ski.
Ich bin mir sicher, ihr habt im Beitrag gemerkt, wie viel Spaß mir diese Abfahrt gemacht hat und wie knackig steil dieses Skigebiet auch werden kann. Hier in der Snowshow machen wir jetzt weiter mit der Zimmerführung bzw. der Unterkunft, die ich euch vorstellen möchte. Ich kann heute nur stellvertretend für einige Unterkünfte, in denen ich war, eine vorstellen, denn das würde ein bisschen überhand nehmen. Ich war in mehreren Unterkünften, die alle traumhaft schön waren. Die Leute waren immer super gastfreundlich und auch alles war sehr preiswert und zudem schön eingerichtet und absolut modern. Hier in der Villa Gelbert, was so viel wie grüne Villa bedeutet, befinde ich mich auch gerade und die möchte ich euch auch vorstellen. Im Intro habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass es eine wunderschöne Aussicht gibt von hier oben, denn die Villa liegt oben auf einem Berg unweit vom Skigebiet Brezovica. Ein Tag hier kostet 70 Euro und ich werde euch auch den Link für Booking nochmal unten einblenden. Herzlich willkommen zur Führung durch die Villa Gelbert bzw. die grüne Villa zu Deutsch. Kommt rein! Hier direkt nach der Haustür befindet sich ein kleiner Eingangsbereich mit einer Garderobe und auch einem Garderobenschrank, in dem auch Hausschuhe zur Verfügung stehen. Direkt gegenüber ist eine Gästetoilette und da drin steht auch eine Waschmaschine. Das heißt, wenn ihr länger hier seid, könnt ihr sogar eine Runde Wäsche waschen. Hier in diesem Bereich befindet sich die sehr große und sehr gut ausgestattete Küche, denn zum einen kann man hier super kochen mit einem Kochfeld und einem Ofen. Es gibt auch eine Spülmaschine sowie einen Kühlschrank und einen Gefrierschrank. Außerdem ist alles Mögliche an Geschirr, Besteck, Kochutensilien, die man irgendwie benötigt, vorhanden und auch so Grundzutaten wie Salz, Pfeffer, Mehl und Nudeln waren hier. Hier ist dann der Essbereich, in dem man dann sein Gekochtes zu sich nehmen kann, beziehungsweise kann man auch, so wie ich, seinen Laptop hier aufstellen und es ein bisschen als Arbeitsbereich nutzen. Und was vielleicht noch dazu zu erwähnen ist, das WLAN hier funktioniert einwandfrei. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr von hier nicht Kontakt nach Hause halten könnt. Hier befindet sich dann der Wohnbereich, das heißt, es sind zwei Couchen vorhanden, ein sehr bequemer Ohrensessel sowie ein Fernseher und auch ein absolutes Highlight, der Holzofen, der bei mir jetzt auch schon schön eingeheizt ist und die Villa schön warm hält. Es ist natürlich auch Feuerholz vorhanden, sodass es kein Problem ist, den Ofen jederzeit anzufeuern. Hinter mir seht ihr jetzt vielleicht, ist eine große Fensterfront. Da zeige ich euch dann morgen nochmal den genauen Ausblick, denn wir befinden uns auf einem Berg. Das heißt, es ist wirklich ein wunderschöner Ausblick nach draußen. Aber bedenkt auch, wenn ihr die Sachen für hier packt, packt leicht und in Koffern, die ihr gut tragen könnt. Denn man kann nicht mit dem Auto bis vor die Haustür fahren, sondern muss die letzten paar hundert Meter zu Fuß den Berg hochlaufen. Das heißt, bringt gute Schuhe mit, packt leicht. Und wenn ihr nicht so gut zu Fuß seid, sucht euch vielleicht lieber eine Wohnung, die ein bisschen weiter unten ist. Es ist eher etwas für Leute, die fit sind und auch Lust haben auf den schönen Ausblick und hier hochzuklettern. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den oberen und den Schlafbereich an. Und wie ihr die Villa buchen könnt, seht ihr jetzt unten im Link. Hier im oberen Bereich befinden sich nun drei Schlafzimmer, das heißt, es ist Platz für bis zu 6 Personen und ein Badezimmer gibt es auch nochmal hier oben. Hier befindet sich das erste Schlafzimmer mit großem Fenster, einem Doppelbett und einem Schrank. Hier ist dann das zweite der drei Schlafzimmer, das ebenfalls ein großes Fenster mit Balkon sowie ein Doppelbett und einen Schrank hat.
Hier am Ende des Ganges befindet sich das kleine, aber feine Badezimmer mit einer offenen Regendusche, einer Toilette und einem Waschbecken mit großem Spiegel. Hier ist nun das letzte der drei Schlafzimmer und auch das Schlafzimmer, in dem ich die letzten Nächte geschlafen habe. Hier befindet sich ebenfalls ein großes Doppelbett sowie ein Schrank und nochmal ein Balkon. Und da ihr seht, dass es dunkel draußen ist, schalten wir jetzt quasi einmal nach morgen und ich zeige euch den Ausblick nach draußen von unten, aber auch von hier oben nochmal bei Tageslicht. Es ist kurz nach 8 am nächsten Morgen und jetzt ist es auch endlich hell draußen und ihr könnt den schönen Ausblick aus meinem großen Fenster genießen. Das hier ist mein Balkon von außen und wie ihr auch gesehen habt, sicherlich ist die grüne Villa tatsächlich grün. Wie ihr die grüne Villa buchen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das war's für heute von der Zimmerführung. Ich hoffe, ihr konntet von meiner kleinen grünen Villa oben auf dem Berg einen schönen Eindruck erhalten. Und wir starten jetzt gemeinsam in eine Stadt, die Stadt Prizren, die zwischen Akshena und Brezovica liegt, die beiden Skigebiete, die ich euch vorgestellt habe. Die Stadt hat 85.000 Einwohner und ist knapp 600 Jahre alt und gilt auch als die Perle Kosovos. Also auch im Kosovo sollte man an Sightseeing denken und sich ein bisschen umsehen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Kommt mit! Herzlich willkommen in Prizren, der zweitgrößten Stadt Kosovos, auch die Perle Kosovos genannt. Hinter mir seht ihr das Wahrzeichen, das zu dieser Stadt gehört, die Steinbrücke. Und es ist auch relativ bekannt in Deutschland, die Stadt Prizren, da dort mal ein Feldlager war. Ich hoffe, ihr konntet bei unserem kleinen gemeinsamen Stadtspaziergang durch die Altstadt von Prizren auch nochmal eine andere Seite vom Kosovo kennenlernen und somit nicht nur Skifahren erleben, sondern auch ein bisschen Sightseeing. Kommen wir zum Skifahren auf der ganzen Welt bzw. in ganz Europa, denn inzwischen liegt ja überall in den Bergen Schnee, der Winter ist über uns hereingebrochen und die Skigebiete sind von der Sierra Nevada bis nach Kasachstan geöffnet.
Dieses Jahr gibt es übrigens auch viel mehr Schnee als letztes Jahr. Und obwohl zwischendrin eine kurze Wärmeperiode herrschte, hat es nicht die Skisaison beendet. Im Kosovo liegt aktuell in etwa 1 Meter Schnee, der übrigens noch komplett Naturschnee ist. Das war's nun für dieses Mal von der Snowshow aus dem Kosovo. Ich verabschiede mich und weiter geht's dann im Februar mit meiner Kollegin Tina. Und falls ihr uns ein bisschen Feedback zur Snowshow geben wollt, schreibt's gerne in die Kommentare, was hat euch gefallen, was hat euch weniger gefallen. Oder auch, falls ihr Empfehlungen für uns habt, wo wir denn mal vorbeischauen sollen, schreibt's uns in die Kommentare oder lasst uns wissen, falls ihr eine Unterkunft oder ein Skigebiet habt, das wir mal vorstellen sollen. Und ihr wisst ja, wir lieben Skifahren, wir leben den Winter, denn wir sind Ich will Schnee.